endlich so eine blöde GS überholte. Du bist halt Enten hier, ey. Oh, die ging mir auf den Sack, ne? Regen in den Haufen. Aber deine Topkiste ist ja wie so eine Badewanne, ne? Irgendwie, ne? Ja, ich muss ja die Enten irgendwie baden, ne? Auch was weg in der Kurve hier. Ui, ui, der stoppt ganz schön. Die letzten werden nicht schlitten. Schöne Strecke. Ja, dann bleib hinter mir, ne? Nicht, dass ich den Spaß verliere. Aber auch alles dicke Backe hier, ne? Es ist trocken. Einigermaßen trocken. Was ist das eigentlich für eine Ecke? Was sind wir denn jetzt also, überhaupt? Das nennt man hier Schwenk, nennt man das hier. Wie ist hier? Eine Haltestrecke so ein bisschen hier, ne? Hier, das macht es kaputt. Kommt jetzt von hinten an die Möhne ran, da wo die Möhne anfängt, von hinten. Also vorne ist ja die Sperrmauer am Wolfsrevier ganz vorne. Von hinten an die Möhne ran? Ja, und wir kommen jetzt von hinten angefahren, jetzt von hier aus, ne? Aus die Möhne, nur kommen wir durchfahren, die Möhne komplett. Ach, die Möhne? Möhne, ja, ja. Dann am Ende nur an der Ampere jetzt abbiegen, dann kommst du hier diese Strecke entlang, ja. Ich hab Möse verstanden. Das wolltest du verstehen. Kommst von hinten an die Möse ran. Auch schön. Ich hab schon gesehen, wie du die erste Suppe gegessen hast. Was mit denn los ist, Martin? Ach, die heizen aus, das machen alles die heißen Eier. Dreht ihr durch. Ach, das macht heute richtig, richtig wieder Spaß hier. Ja, vor allen Dingen jetzt mit dem blauen Himmel noch, du. Ja, ich hab doch gesagt, Sonnenengel. Jetzt hast du sogar zwei dabei. Aber noch einer der zehn. Du bist doch nur ein Schnacker. Was ist jetzt, Lotzi, irgendwie, dass er nicht kommt oder was? Ich habe den Chat nicht mehr gelesen jetzt großartig. Ja, Lotzi, ich habe gestern Abend noch ihm privat geschrieben. Da hat er mir zurückgeschrieben, ich soll ihm einen Standort schicken. Ja, das macht ja, macht ja jetzt Silvia. Der wollte, da habe ich gefragt, ob er nicht nachkommt. Ja. Ja, ja. Das ist er, er meldet sich nicht. Und hast du deine Kollegin verabschiedet? Ja, habe ich. Oh, das war jetzt richtig traurig anzuhören. Ja. Hör auf, in der Wunde zu bohren. Es tut auch weh. Ist ein bisschen Salz dabei? Na, es ist schon. Wie lange habt ihr zusammengearbeitet? Ja, das waren jetzt 4,5 Jahre, aber das war schon was Besonderes, ne? Okay. Ja, warum geht die dann von dir? Bitte? Warum geht die dann von dir? Zahlst du nicht mehr gut oder was? Gibt sie beim richtigen Mann. Genau. Umgezogen, Martin. Okay. Nicht mal in um die Ecke, ne? Sondern ein bisschen weiter weg. Feuer. Oh ja. Genau, kurz vor dem Eingang hier. Ja, jetzt brauchen wir auch nicht mehr. Ja doch, weil der Ort ist irgendwann auch zu Ende. Der nächste Ort. Auto kommt. Falls ihr vorhabt, zu überholen. Ich bin mega cool. Ja. Der Martin ärgert das Kali aber auch hier, oder? Echt? Warum? Geht mir am Arsch. Ja, das ist typisch, wenn ich einen Geist vor mir habe. Hinter dir. Vor mir jetzt, ja, jetzt bin ich als Sandwich hier bei euch. Ja.
eine Träume sind. Oh. Da muss man so ein bisschen mehr als Meter Abstand halten, Martin. Ja. Na gut, ich halte mal ein bisschen Abstand. Bringt ja nichts. Also Mathe, man sieht sofort, dass wir bei der Erbsensuppe gegessen haben, ne? Ja? Und Skalli hat Schnippelsuppe gegessen. Ist das nicht die Suppe hier? Pappschnase! Die endet in der Möhne. Aber sieht fast genauso aus. Fällen plus die Parkplätze hier, ne? Und hier rechts ja, die Gebäude. Ja, so auch ein gleich um Ecke hier. Oder, ja genau. Guck mal da unten bei Dingsmann hier, da wo du bei der Vorlesung warst hier. Mit Skalli. Ich war da nicht. Stimmt. Ich war da nicht. Also, okay. Eine Sperrmauer. Bei Walle, ne? Walle und Tür. Ja, ja, ja. Ja, da war ich gleich. Nicht. Das war schon richtig geil. Also ich habe den in Dinges gesehen. Ach, hier war das oder was? Ja, ne, dauert noch ein bisschen. Dein, an der Sperrmauer. Dein gleich. Ich denke mal, das kann ich gleich an dieser Mauer anhält hier. An Wolfs Revier wahrscheinlich. Ja, ja, da wird er anhalten. Ja. Am Berg, ne? Wolfs Revier kenne ich auch noch nicht. War ich auch noch nicht da. Was ist denn los mit dir? Thomas Müller, wa? Ich keine Ahnung, was das ist. Ich kenne nur so einen Film da bei RTL. Wolfs Revier. Ja. Mit Kommissar Schnitzel oder wie hieß das? Sawatzki. Ja, Sawatzki Schnitzel. Kennst du den? Apropos, du musst gleich noch was essen, Martin. Ich? Warum? Ja, weil ich noch einen ausgeben muss, habe ich total vergessen. Du musst einen ausgeben? Ja. Für was? Ja, das hielt sich Martin für nächstes Jahr auf, wenn man schön irgendwo, ne? Hä? In Frankreich. Das hielt sich also in Frankreich auf. Du hast mir doch schon Kaffee ausgegeben. Ach, ja, den Mini-Kaffee. Ja, ja. Nein, ich schulde dir. Nein, alles gut, alles gut. Mein Leben, mein halbes. Alles ja, gut. Warte, nächstes Jahr Monaco schön, ne? Und, ja. Unten am Yachtclub, ne? Ja. Die Frau zahlt. Ja, genau. Die hat Geburtstag. Ey, 8.8. ne, hat sie, ne, oder? Nein. Klar, da müssen wir uns 3 Wochen vorziehen, Markus. Urlaub. Ja. Markus hat bald, nächste Woche, ne? Sonntag oder so. Warum weißt du das? Mack. Irgendwie schreibt sie alles auf zu Hause wahrscheinlich. Wenn sie mal mitbekommt, sofort so zack. Ja, den habe ich jetzt aber nicht nachgeguckt. Was weiß ich einfach sowas? Was sagt denn da jetzt links? Für die wichtigen Dinge ist auf der Festplatte noch Platz. Jetzt kommen wir wieder. Jetzt schauen wir wieder zur Taucherbucht. Wenn wir an den Kreisverkehr links fahren. Da will ich hier Pause machen. Er will Gelände fahren. Jawohl, ich will Foto machen hier. Jawohl, wunderbar. Ja. Oh, Silvia, da musst du absteigen. Schieben. Ich fahr da nicht runter. Komm. Ah, schön. Mann, ich will nicht. Ja, Wetter umstehen. Warte, mach ich wieder. Muss ich mich wieder abschubsen, da habe ich keine Lust zu. Das blöde AWS ist hier. Ach, der nimmt die Kurve so eng. Was macht ihr hier? Aber mal neben stehen, neben Skalli hier. Foto machen, ja. Rückwärtsgang. So schön hier oben. Alles gut. Wo bist du denn? Sind wir oben geblieben? Ja, klar. Nee. Hallo? Komm hier runter.
Komm hier runter, wir sind da genug Kerle. Ja, eben, deswegen. Wir machen es abwechselnd dann und dann schaffen wir das auch. Was machen wir abwechselnd? Ja, hochschieben. Oh, da müssen wir da rüber normalerweise. Oder Silvia kommt noch. Silvia, komm jetzt hier. Nein, ich komm nicht. Nein, leider da oben. Noch von uns. Pussy. Ja, ich weiß. Schwamm ist so meine Zitrotte. Weil da hinten kannst du wieder runterfahren. Da bist du direkt am Strand, wo? Ey, machst du mal dein Licht an, du Vogel? Hä? Mach doch mal bei dir das Licht an. Was für ein Licht? Ja, volle Beleuchtung bitte. Also deins ist irgendwie Hammer ein bisschen eingestellt, Thomas, deins. Ja, sag ich ja. Ja, das ist gut. Jetzt geh mal aus dem Bild hier. Silvia, kommt nicht? Nee. Lass doch nicht. Oh, wir fahren jetzt nach Hause, ja, auf die Autobahn, die 44, ja. Der spricht mit Thomas. Ach so. Ach stimmt, die können sich auch unterhalten. Ja. Ja, ich hab's ja nicht mehr so weit. Ich hab ja wieder so weit, hey. Ich kann noch 23 Kilometer fahren. Dann? Ja, dann habe ich, hab ich die 200 voll. Was ist denn? 200.000? Nein, Kilometer. Ich höre euch noch. Ja, ich höre dich auch noch. Das ist die Schäppern. Aber nicht mehr lange. Dunkel, Licht ist nicht so hell. So, Freunde, der Tag geht langsam zu Ende. Es wird dunkel. Es wird dunkel. Der Makumak hat sich verabschiedet am Taucherbuch zusammen mit dem Thomas. Hat er noch einen anderen Namen, der Thomas? Wie er in Dings heißt, weiß ich nicht. Nur aufpassen. Im richtigen Internet. Noch nicht so, noch nicht so viel lästern, noch könnten sie uns hören. Blitzer? Blitzer. Nee, war ein schöner Tag. Und so kalt war es ja gar nicht, ne? Also. Nee, also ganz ehrlich, das ging wohl. Ja. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Ich meine, es waren zwar Momente, wo es windig und unangenehm war, aber im Großen und Ganzen. Ja. Was haben wir denn jetzt? 16 Uhr. So, dann sage ich euch bye bye, ne? Tschüss, Silvi. Ja, mach ich. Ciao. Tschüss. Ja, Freunde, und auch ich komme jetzt in Dortmund rein. Was soll ich sagen? Es war super, super schöne Runde. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Möchte mich dann auch bei jedem Einzelnen bedanken. Also,
Danke an Robert, danke an Silvia, danke an Thomas und danke an Markus. Schön mit euch gewesen. Ich hoffe aufs nächste Mal, vielleicht noch in diesem Jahr, was ich eigentlich bezweifle. Höchstens das Wetter macht wirklich, ja, oder dreht sich, sage ich mal, ich will nicht sagen um 180 Grad, aber zumindest um 140, dass es in Richtung Sonne wird, wärmer wird. Und das haben wir schon gehabt im Dezember, also letzte Jahre im Dezember, also ist es auch möglich. Wie gesagt, ich kann ja ein ganzes Jahr fahren, daher mache ich mir da weniger Sorgen. Trotz allem, ich danke euch fürs Zuschauen und verbleibe mit einem wunderschönen Gruß. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Bye, bye.